Kannst du bitte deinen Platz nehmen? Yeah.
Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass ich heute
die Ministerpräsidentin von Moldawien, Maia Sandu, hier in Berlin begrüßen darf. Sie haben sicherlich zum Teil jedenfalls mitverfolgt, wie die Amtsübernahme durch Maia Sandu erfolgt ist. Es waren für europäische Verhältnisse sehr ungewöhnliche Umstände, die viel Mut erfordert haben und auch sehr schnelle und auch kritische Entscheidungen. Und ich glaube, dass damit eine Regierung im Amt ist, die einen proeuropäischen Kurs, aber vor allen Dingen auch einen Kurs fahren kann und gehen will, der vor allen Dingen Politik für die Menschen im Land macht. Und das bedeutet gegen die Korruption, für ehrliche, transparente Institutionen. Und da sagt man, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, dass da sehr, sehr viel Arbeit auf die Regierung wartet. Wir freuen uns über die proeuropäische Ausrichtung. Die Europäische Kommission hat ja bereits auch deutlich gemacht, dass sie diesen Weg Moldawiens unterstützen will. Wir tun das von deutscher Seite auch aus ganzem Herzen. Und so haben wir heute über die verschiedenen Punkte gesprochen. Wie kann die wirtschaftliche Entwicklung gelebt werden? Wie kann man den Menschen möglichst schnell zeigen, welche Erfolge es auch geben kann? Wie können die vor allen Dingen juristischen Institutionen gestärkt werden, damit Recht und Gesetz durchgesetzt werden können? Und das alles erfolgt ja in einer Umgebung, in der es auch sehr viel Armut gibt, in der es sehr viele Menschen gibt, denen es schlecht geht, in der sehr viele Menschen in den letzten Jahren das Land verlassen haben, die wieder ermuntert werden müssen, in das Land zurückzukehren, um dort ihre Perspektive zu sehen. Die Ministerpräsidentin hat mir erzählt, dass es eben auch sehr viele ältere Menschen gibt, deren jüngere Kinder in längst im Ausland leben, und das hat natürlich die Struktur von Moldawien auch geschwächt. Wir haben über 300 moldauische Nachwuchskräfte, zum Beispiel in einem Manager-Fortbildungsprogramm gefördert. Solche Dinge können wir auch in Zukunft tun. Wir haben 400 deutsche Unternehmen, die in Moldawien engagiert sind. Wenn man ihnen sozusagen gute Bedingungen bietet in kurzer Zeit, wird es sicherlich auch mehr Direktinvestitionen, damit auch mehr Arbeitsplätze geben. All das ist eben sehr wichtig. Wir haben 2016 mit der Republik Moldau ein Assoziierungs- und Freihandelsabkommen abgeschlossen. Das ist sehr weitreichend. Und ich glaube, man kann sagen, ein paar Erfolge sind auch jetzt schon sichtbar, die Exportströme und Importströme verstärkt haben. Und deshalb sind natürlich aus unserer Sicht auch die Wirtschaftsreformen von allergrößter Bedeutung. Es war sehr interessant, sich mit Maia Sandu ausgetauscht zu haben, weil wir am Anfang vieles auch noch nicht ganz verstanden haben, was vor und ich darf aus ganzem Herzen sagen, wir wünschen Ihnen und Ihrem Team von ganzem Herzen viel, viel Erfolg bei dieser sehr, sehr schwierigen Arbeit. Wo immer notwendig, werden wir versuchen, Sie zu unterstützen. Thank you very much. Dear Madam Chancellor, I'm honored by the invitation to meet one of the most respected leaders in the European Union, a woman who has guided Germany and Europe through turbulent times with courage and skill. Your support for the Republic of Moldova, our small Eastern European country struggling to lift itself from the obscurity of its past to a new European beginning, has been constant and unwavering. Your support has never been about interests. For us and for you, changing Moldova's system of governance is about the transformative power of European ideals, the attraction of a liberal democratic model of society with its emphasis on freedom, human rights, and the social market economy. Unfortunately, previous governments in Moldova were more interested in personal gain rather than in building functional institutions. From Europe's success story, we became Europe's grey area, run from the shadows by an oligarch with pervasive human rights violations, theft from government-owned companies, money laundering, and corruption. Few serious companies were willing to invest in Moldova. Trust in government institutions collapsed. People were losing hope and leaving the country. We missed opportunities to build a better European country. I know you're personally disappointed in many politicians in Moldova.
And I'm here today to ask you to believe in Moldova's prospects as a functional European state. We have a difficult task ahead. We fought against an oppressive regime and stopped Moldova's free fall. But now we need to rebuild our state and restore the trust of our citizens and of our strategic partners. We must clean Moldova from corruption and money laundering and put its institutions back to the service of the people. No state in transition changes or achieves these goals fast enough. But what matters is the direction that we are taking and the motives that guide us. I will insist on appointing unaffiliated professionals into key positions: Prosecutor General, the Constitutional Court, the anti-corruption institutions. These people will be independent and will take no orders from anyone, as they did in the past. This is a fundamental principle which we will respect. We want to put the idealistic project for Moldova back on track. We will no longer just say that we are Europeans. We want to change Moldova from within so that we could be accepted in the EU as a confident member with functional democratic institutions. More than ever, we count on your support for Moldova's transformation into a successful European state that puts the interests of its citizens at the top of its lists of priorities. Thank you. A question from the Moldavian side. I'm a Anna Lukas, so of the Garda newspaper. I have two questions for Angela Merkel. So the first one would be, how do you think the relations between Moldova and Germany will change with this new government? And the other, how would you clean a corrupt system? Maybe you have a few recommendations for Moldova. Thank you. Ja, also unsere Beziehungen sind gut. Well, wir freuen uns natürlich, dass jetzt mit Maya Sandu wieder pro-europäische Kräfte das Land führen. Und wir haben natürlich in den letzten Jahren zunehmende Korruption auch bemerkt. Das Ausmaß, was sie uns heute geschildert hat, ist natürlich schon eine große Herausforderung für die Arbeit der Regierung. Und natürlich ist das nicht ganz einfach, in allen Facetten auch mit der Korruption vertraut ist. System neu aufzubauen. Wir haben darüber jetzt keine abschließenden Masterplan entwickelt, sondern wir haben Erfahrungen ausgetauscht. Denn wir sehen zum Beispiel bei dem Vetting-Prozess in Albanien, dass es dann dazu führen kann, dass man gar keine funktionierenden Gerichte mehr hat. In Albanien dauert es jetzt noch einige Zeit, bis ein Verfassungsgericht da ist. Und das kann sich so ein Land auch nicht leisten. Insofern werden Freien raten, dass können wir aber vollkommen überein, eben an Schlüsselpositionen zu versuchen, vertrauenswürdige Menschen einzusetzen, sie zu unterstützen, ihnen Rückendeckung zu geben, denn das ist dann ja eine mutige Aufgabe, und dann Schritt für Schritt andere Menschen mitzunehmen, die guten Willens sind. Und das, was ich gehört habe, ist, dass es ja in Moldawien jetzt auch eine Aufbruchstimmung gibt, dass Menschen sich wieder trauen, frei zu sprechen, was sie erlebt haben, und diese Entwicklung zu befördern. Da wollen wir unterstützen, aber den Masterplan dafür finden muss das Land selber. Das kann man nicht von außen aufoptimieren, aber wenn wir helfen sollen, werden wir gerne helfen. Andreas Rinke von Reuters, Frau Bundeskanzlerin, Sie waren gerade auf der Westbalkan-Konferenz. Für diese Länder auf dem Westbalkan gibt es eine EU-Beitrittsperspektive. Würde das einem Land wie Moldawien nicht auch helfen, wenn Sie diese aussprechen würden, auch wenn das Land in seiner Entwicklung noch nicht so weit ist? Aber es wird ja immer damit argumentiert, dass das für innenpolitische Reformen hilft. Und wenn Sie das nicht sehen, vielleicht können Sie uns ein, zwei Gründe sagen, warum das aus Ihrer Sicht jetzt noch nicht so weit sein sollte. Und Frau Ministerpräsidentin,
Sie haben von dieser EU-Beitrittsperspektive gesprochen, die Sie möchten. Können Sie uns da einen Zeitrahmen nennen, in dem Sie denken? Also wir haben darüber heute noch nicht gesprochen und ich kann natürlich den Wunsch Moldawiens da an der Stelle verstehen. Ich sage weder Ja noch Nein am heutigen Tag, sondern ich sage, wir haben ein sehr ausgeweitetes EU-Assoziierungsabkommen. Das bindet Moldawien sehr eng an die Europäische Union und wir haben eine Vielzahl von Schritten, die wir jetzt gehen können, bevor wir dann den übernächsten Schritt schon miteinander besprechen. Und auf diesem Weg, der bis dahin gegangen wird, werden wir Moldawien unterstützen. Und jetzt müssen erstmal die nächsten Schritte gegangen werden. Moldova has an association agreement it needs to implement. Unfortunately, the previous governments haven't done much. On the contrary, they were building a system, an oppressive system, a system that has nothing to do with good governance, with democracy, with respecting people's rights. And I'm sure that now that we will be taking seriously our commitments under the association agreement, and once we do show good progress, we will be in a much better position to talk about the next steps. So it's really up to us now to deliver to the people, to prove to the EU partners that we are serious in this endeavor of getting the membership at some point. Ursula von der Leyen. Ursula von der Leyen wird ja morgen unabhängig vom Wahlausgang ihr Amt als Verteidigungsministerin niederlegen. Nach welchen Kriterien und wie schnell wollen Sie für die Nachfolge sorgen? Und haben Sie vielleicht auch Angst, dass diese Kabinettsumbildung Ihre Urlaubspläne durcheinander bringen könnte, wie die auch immer aussehen? Nein, das wird eine sehr schnelle Neubesetzung geben. Das Bundesverteidigungsministerium, der Verteidigungsminister oder die Ministerin sind Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt. Das kann man nicht lange offen lassen, insofern wird es nicht lange dauern und Sie werden Bescheid.